Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Platinum. Wir waren hier netterweise stehen geblieben, wo die nette City uns fragt, ob wir aufbrechen wollen. Natürlich wollen wir aufbrechen, wir müssen uns nämlich beeilen. Dieser Ort. Fühlst du es? Hier gibt es keine Pokémon. Die Zeit steht still und der Raum ist instabil. Eine Welt, in der die Regeln von Raum und Zeit gebrochen werden. Ein Raum, in dem man Zerrwelt nennen könnte. Lass uns Giratina finden. Wir müssen die Ausbreitung der Instabilität von Zeit und Raum an der Sperrsäule verhindern. Das war Giratina. Wir müssen uns beeilen. Wenn nicht schnell etwas getan wird, wird diese Instabilität nicht nur unsere Welt verschlingen, sie wird auch die Zerrwelt verschütten. Gut, hier brauchen wir uns also keine Sorgen machen um Pokémon. Sehr schön, das freut mich. Diese Plattform aus Stein, sie bewegt sich, wenn du auf eine bestimmte Stelle trittst. Und warum bist du nicht drauf gegangen? Ich meine, schön, dass du auf uns wartest. Ob wir auf Giratina treffen, wenn wir weiter nach unten gehen? In der Zephyr bewegen wir uns da auch wirklich nach unten? Nein, ich glaube nicht, dass wir uns wirklich nach unten bewegen. Vielleicht bewegen wir uns aber auch nur seitwärts. Deswegen liebe ich die Zephyr. Oh, Vesprit. Die Zerrwelt ist wirklich ein schöner Ort. Habt ihr Cindy auch da hinten gesehen? Ich frage mich, ich weiß bloß nicht, in welche Richtung ich hier überhaupt gehen muss. Ich würde auch gerne wissen, ob wir hier noch irgendwas anderes finden. Ich will ja mal so ein bisschen durchgucken. Aber ich bezweifle, dass wir hier irgendwas anderes finden werden. Bezweifle ich nämlich ganz stark. Seht ihr? So, jetzt kommt das Ding wieder zurück. Ist ja niedlich. Aber es hätte ja immerhin sein können. Hey, Cynthia! Die Legende von Giratina ist in Vergessenheit geraten. Nur wenige kennen sie noch. Die Legende erzählt von einer Welt auf der anderen Seite unserer Welt. Sie erzählt von dieser Welt hier. Warum diese Welt überhaupt existiert, warum Giratina hier ganz allein ist. Es gibt so viele Dinge, die man nicht einfach so erklären kann. Aber wir haben zu tun. Teilen wir uns auf. Es muss uns gelingen, den richtigen Weg zu finden. Ja, das ist klar. Ich meine, schwer kann es ja nicht sein, ne? Das war eigentlich auch im Prinzip nicht schwer. Also man kann eigentlich gar nichts hier falsch machen, wenn man es genau nimmt. Jetzt nicht mal weiter, sondern wollen wir mal hier. Da kann ich auch nicht lang, da kann ich auch nicht lang, dann kann ich.
Na gut, dann müssen wir einen vorwärts gehen. Besser gesagt, einen zurück. Einmal da längs. Und dann gehen wir einmal hier rüber. Oder wir gehen hier ab. Nicht hier schon? Es geht auf jeden Fall weiter runter. Oh, sieh mal an. Das schattenhafte Pokémon ist nicht hier. Es hat mich hier zurückgelassen und ist weiter unten dann verschwunden. War es wirklich damit zufrieden, mich einfach nur bei der Ausführung meines Plans zu stören? Übrigens, kennst du dich eigentlich mit dem Einfluss von Gen aus? Wenn das wahr ist, dann bin ich echt beeindruckt. Gen stellen den Bauplan aller Lebensformen dar. Das schließt Menschen ebenso wie Pokémon ein. Die Gene befinden sich in der DNS. Diese DNS besteht aus zwei sich gegenüberliegenden Strängen. Sie sind so miteinander verbunden, dass sie eine Spirale bilden. Jeder Strang besitzt Basen, die über Wasserstoffbrücken miteinander verbunden sind. Kein Strang und keine Base kann ohne die gegenüberliegende Seite existieren. Weißt du, worauf ich hinaus will? Wir befinden uns hier in einer bizarren Welt. Die Zeit steht still und der Raum ist instabil. Nur das schattenhafte Pokémon lebt hier. Diese Welt existiert auf der gegenüberliegenden Seite unserer Welt. Und unsere Welt ist es, die ich ändern will. Ohne die eine kann die andere Welt nicht existieren. Das schattenhafte Pokémon muss also eine Rolle dabei spielen, die beiden Welten im Gleichgewicht zu halten. Deswegen wird es mich in meinen Plänen gestört und hierher gebracht haben. Das schattenhafte Pokémon muss diese bizarre Welt geschaffen haben. Durch meinen Versuch, unsere Welt zu ändern, wurde es gestört und trat in Erscheinung. Aber das alles spielt keine Rolle. Was wirklich zählt, ist, dieses Pokémon zu besiegen und diese Welt zu verschwinden zu lassen. Ich werde nicht erlauben, dass es sich noch einmal in meinen Plänen mit einmischt. Ist es erst einmal verschwunden, kann keine der Welten wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren. Immer diese Größenwahnsinn, ne? Okay. Okay, jetzt fragt mich aber wirklich nicht mehr nach dem Weg. Also aber ich muss ja so wie richtig sein, ne? Weil ich glaube nicht, dass ich bis jetzt noch falsch bin. Dann muss ich sowieso drüber laufen. Seife. Oh, du willst mir doch nicht einfach sagen, dass ich den Stein hier runter schicken soll. Na gut, machen wir das. Da geht's nicht weiter. Und dort ist Seife. Cynthia, dieser Ort, er ist wie ein riesiges Puzzle, wie ein Rätsel. Vielleicht testet Giratina so jene, welche hereinkommen. Und es scheint, als ob wir diesen Ort nicht eher verlassen können, als bis wir die Rätsel gelöst haben. Es gibt einige Felsen, die sich bewegen lassen. Und das sind so komische Gruben und Boden. Die Pokémon der Seen möchten uns anscheinend unbedingt etwas zeigen. Ja, anscheinend ist das so, Cynthia. Da hast du vollkommen recht.
Also wie es aussieht, müssen wir wohl erstmal wieder nach oben. Würdest du bitte aufhören, so um mich herum zu schwirren? Ich glaube auch, dass ich den Felsen gerade in das falsche Ding geschossen habe. Ich muss mal schauen, wie ich da gleich wieder hin zurückkomme. Ich wollte eigentlich nicht nach oben. Vielleicht muss ich auch hier hin. Okay, ich bin anscheinend ganz, ganz nah. Das Vieh will mich tatsächlich testen. Gerade ein bisschen verwirrt. Ach so, jetzt komme ich wieder hier hin. Moment, war ich hier oben schon? Ich glaube nicht. Wo sind Sie was jetzt hin? Der war doch eben noch hier. Das verwirrt mich ja auch. Ey, warum du musst so umdenken hier an den Dingen? Aber interessant. Ich surfe quasi im Wasserfall hoch, den ich normalerweise gar nicht hoch surfen könnte, weil ich Kaskade nicht habe. Ja, es ist wirklich wahr. Raum und Zeit interessiert sie mich. Aber es ist positiv, dass sie keine Pokémon auftauchen. Ich meine, das wäre auch zu schön, ne? Aber dennoch bin ich froh darüber. Du verschwindest ja auch was mit mir. Warum? Ja, das war mir nicht klar. Den habe ich nämlich falsch versenkt. Okay, wir versenken erstmal den hier. Also ich muss sie wirklich dort versenken, wo die sind. Ansonsten bringt mir das Ganze gar nichts. Okay, du bist da. Und jetzt seid ihr zufrieden? Cynthia, ich komme! Sprich mit mir! Ich vermute, die Pokémon der Seen sind nach Hause zurückgekehrt. Ich verstehe das so, dass sie es sind, die das Gleichgewicht zwischen Palkia und Jager aufrechterhalten. Bedeutet das, dass die bei Giratina nichts in der Art ausrichten können? Ups,
wir haben gar keine Zeit, hier stundenlang zu reden. Da hast du recht, Cynthia, deswegen sollten wir uns beeilen. Und der Runde ist Cirrus. Wir haben es geschafft. Vor uns ist Giratina. Ja, das ist wahr. Du bist also schon hier. Warum willst du die Welt unbedingt verändern? Wenn du die Welt so sehr hast, dann such dir doch einfach eine einsame Ecke. Such dir einen Ort, an dem du einsam leben kannst und an dem du niemanden um dich herum hast. Warum sollte ich mich vor der Welt verstecken und einfach nur sitzen und warten? Ich will die Welt von der wahren und unvollständigen Vorstellung von Geist und Verstand befreien. Nur so kann unsere Welt wieder... Das ist meine Gerechtigkeit und keiner wird mich aufhalten. Ich werde nicht verlieren. Nicht gegen ein schattenhaftes Pokémon. Nicht in einer wertlosen Welt. Bitte. Das passt mir eigentlich gar nicht, dass du jetzt kämpfen willst. Und vor allem warum? Ich hab dich beim letzten Mal schon K.O. gemacht. Oh, sehr schön, dass das daneben ging. Das gefällt mir nicht, Oh. Ja, genau, es schreckt zurück. Hör doch auf. Wir haben aber noch ein Problem. Ich habe nicht genug Blütertränke und Beleber. Also Cynthia, es wäre schön, wenn du danach meine Pokémon mal ein bisschen heilen könntest. Ich wäre dir damit sehr, sehr verbunden. Nahkampf. Ach, hör doch auf mit Fitzaura. Das ist gerade gar nicht gut, dass er hier mit Fitzaura ankommt. Gefällt mir absolut nicht. Luna, wechsel! Chuck! Klar, können die auch mit Spatz machen, will ich aber nicht. Warum auch? Mogelhieb ist auch so eine Scheißattacke. Mal ein paar Mal hintereinander. Da kann er schon nervig werden. Und wenn ich das alleine schon wieder sehe, ne? Und seine Pokémon sind auch wieder total überpowered. Gyarados, Wechsel, Schein. Mindert Angriff. Toll. Ja, genau. Hör doch auf damit. Wieso kann Gyarados eine Bodenattacke? Wie unfair ist das denn? Es ist ein Wasser- und Flugtyp. Verstehe ich, keine Ahnung. Ist mir zu hoch.
Vor allem, was mache ich eigentlich, wenn ich hier verliere? Weil ich, im Endeffekt werde ich das sowieso. Scheiße. Oh, sorry, aber gegen Garabus kann ich absolut nichts ausrichten. Es schreckt zurück bei Kaskade? Okay. Da müsste man mir mal erklären, wie das geht. Bei Biss weiß ich, da kann es eventuell zurückschränken, aber bei Kaskade? Hallo? Sorry, aber ich verstehe es einfach nicht. Es will nicht in meinen Kopf rein. Aber es beherrscht unglaublich starke Attacken. Wobei alles auch Tom so ist. Von mir, ich renne ins nächste Pokémon-Center. Ich komme doch normalerweise gar nicht aus dieser Welt raus. Okay. Das heißt, ich darf diesen verdammten Scheißweg nochmal laufen? Ich sag mal. Bin ich denn... Sorry, aber... Das will gerade nicht in meinen Kopf rein. Ich... Von daher gibt es ja keine Pokémon mit... Ja, gut, ich könnte... im Kraterberg noch gut trainieren. Oh, das sind ja starke Pokémon, ne? Vor allem oben. Dann werden wir das auch machen. Und jetzt habe ich mich so angestrengt in dieser Folge, vor allem in der Zelle. Und dann kommt sowas. Wie gemein und assi ist das denn? Schwierig sein wird. Weil wenn sowas hier auftaucht. Aber gegen Gyarados habe ich wirklich keine Chance. Vor allem, wenn es als erstes angreift dann. Und dann vor allem noch mit Erdbeben. Hallo? Was für eine hohe Initiative hat es denn?
macht wirklich gute Donnerattacken. Oh, das ist das Einzige, was ich jetzt machen kann. Ja klar, ich drehe mich um und schon dauert der erste Pokémon wieder auf. Also ich glaube, bei 42 müsste ich erreichen, nur damit ich vielleicht mal als erstes angreifen kann. Oh cool! Versteckte Verteidigung. Ist nicht schlecht, sollte es vielleicht auch tun. Richtig gute Verteidigung. Alter. Was bis abzieht? Ja, genau. Was tut man nicht alles nur damit? Scheint stärker wird hier. Also, weil mal, wie war's? Also es ist jetzt ja doch. Das war doch Sleepina gewesen, ne? Glaube ja. So, nun gucke ich einfach nachher nochmal nach in der Aufnahme. Aber gegen Gyarados habe ich echt nur Chancen, wenn ich nicht als erstes angreifen kann. Kriege ich nämlich Probleme. Das Pokémon ist ein echter Schatz, sage ich mal. Gegen Gero wurden wir antreten. Ich sag mal, hier ist wirklich ein guter Ort zum Trainieren. Ich glaube, ich werde auch offscreen erstmal trainieren. Das glaube ich am besten. Ich glaube ja. Von mir ist Tong an Don't Gearbar auf. Was wollen wir scheiße? Naja, Nick muss auch trainiert werden. Fürs nächste Mal, wenn Gearbar auftaucht. Was ich hier draußen glaube ich nicht kaufen brauche. Wir werden einfach mal in diesem Grasfeld hier ein bisschen kämpfen. Sag mal, tauchen hier keine Pokémon. Ich wollte schon sagen, tauchen keine Pokémon auf hier. Oh, ein Rex Bizarre. Sieh einer. Ich werde definitiv auch Holz haben. Ich werde nicht sagen, aber Holz haben ist wirklich eine starke Attacke, ne?
wenn Nick mit einem Schlag K.O. haut. Aber so wie es aussieht, verlässt es sich dabei auch selber. Ich muss auf jeden Fall ausgehen, so weit trainieren, dass ich mir auch bald entwickelt. Der Ratsam. Und Nick trainiere ich am besten in der Höhle. Nein, Mia wäre dann wirklich die falsche Wahl hier zu trainieren. Chuck könnte auch ein paar Level hochkommen. Ja, Klatsch. Das gibt doppelt Schaden, ne? Wäre auch besser unten zu trainieren. Also wie gesagt, ich werde wohl offscreen wirklich hart trainieren müssen. Damit die Level hochkommen. Also scheinbar muss ich mindestens Level 42, 43 trainiert haben, damit es überhaupt gegen Garados ankommt. Und Golbat hat genauso so eine hohe Verteidigung. Die Verteidigung, Initiative. Und es hat sich selbst verletzt. Und der Hagel gibt jetzt nochmal den Rest oben drauf. Die haben eine wirklich hohe Initiative. Obwohl die weit, weit unter dem Level von Schein waren. Na gut, bei Gardus versteht das immer. Eigentlich müsste das doch, weil es ein Stehgebiet ist, die Attacke noch ein bisschen stärker sein, ne? Naja, kann man sehen, wie man will. Egal, es zieht wenigstens ein bisschen ordentlich was ab. Und ich werde jetzt nicht von Hagelsturm getroffen. Gut Leute, ich würde sagen, hilft nichts. Ich werde die Pokémon jetzt noch ein bisschen trainieren. Für die Folge ist hier allerdings erstmal Schluss. Ich denke mal, ich werde noch ein paar Beleber und dergleichen mitholen. Wäre eventuell ratsam. Und dann werde ich die Pokémon noch etwas trainieren. Von Mia. Mia werde ich, denke mal, da Mia sich auf Level 42 entwickelt, bis Level 41 trainieren, sogar kurz bevor es Level 42 erreicht. Ja, sicherlich, das hat keine Wirkung. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier. Es hat mich jedenfalls sehr gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid. Würde mich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge Pokémon Platin wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.